Zentralschweizer Fasnacht 2017 auf Tele 1. Mit der CSS-Versicherung ganz persönlich. Waser, die Küche, denn auch Fasnächtler kochen nur mit Waser. Avia Schätzli AG mit 100 Tankstellen in der Zentralschweiz. Die Luzerner Fasnacht lebt von Farben, Ideen und Abwechslung. Jedes Jahr zeigen Guckermusiken neue Stücke oder präsentieren neue Kostüme. Was auffällt, die Guckermusiken spielen normalerweise nur Coverlieder. Für Thomas Werner, selber ehemaliger Guckermusiker, ist klar, ein eigenes komponiertes Stück für die Guckermusik muss her. Und ich hatte mal die Idee, sagen, wir müssen mal etwas Eigenes haben, etwas Neues und hoffen, dass das Musiken auch untereinander miteinander verbindet und der Fasnachtsrock oder das Fasnachtsstück eigentlich auch Teil von dieser Fasnacht wird. Der Luzerner Fasnachtsrock, kurz Lou Faro, ist einzigartig in der Zentralschweiz. Der Song soll die Luzerner Fasnachtsszene darstellen und allen Luzernern ein Gefühl von Heimat vermitteln. Der DJ Pascal Grüter, hier rechts im Bild, meint, jede Gucke müsste so einen eigenen Song haben. Als DJ spielt er den Song auch in den Club. Ich habe noch das Feeling und das schöne Glück, dass ich das als DJ spielen in den Clubs oder an den Partys. Und ich denke, das wird ein riesen Highlight auch für mich sein, wenn ich an Standort Luzern so einen Song spielen darf. Es soll ein musikalische Homebase sein. Das Ziel des Komponisten Thomas Werner ist, dass der Song möglichst gleich viele andere Guggen spielt. Er ist stolz auf seine Fasnachtshymne. Mit dem Fasnachtsrock seien sie weitergekommen, als er je gedacht hat. Ich bin unheimlich glücklich, dass es so ist. Es ist, glaube ich, mehr, als ich erwarten konnte. Ich muss sagen, es ist auf dem Weg, wie man noch glücklich sein kann. Das sind wir. Zum Fasnachtssong gibt es sogar ein Musikvideo mit Tänzerinnen. Zentralschweizer Fasnacht 2017 auf Tele 1.